Herzlich willkommen. Es nähert sich dem Ende. Wir sind immer noch in der kleinen Farkas-Woche. Und heute, ja. Wo ist der Whisky? Wo sind die Flaschen mit dem Farkas-Logo? Die habe ich heute nicht da. Hier stehen aber drei Gläser. Das heißt, ich werde euch heute drei Abfüllungen vorstellen. Dreimal NAS, dreimal Glen Farkas. Und wir starten. Wieder dabei seid und wie gesagt, heute ist schon Tag 6. Ja, gab schon eine Menge Sherry, eine Menge Glen Farkas die Woche jetzt und wir lernen uns am Ende. Es wird Zeit, mal ein paar Kandidaten hervorzukramen, die vielleicht nicht unbedingt in die Woche hätten reingemusst, aber durch die ja, Eigenschaft, sage ich mal, halt eben, die das doch ein bisschen ja, nicht hervorhebt, eigentlich eher abhebt, sondern oder wie soll man sagen, auf jeden Fall ist es nichts Tolles, meiner Meinung nach. Wir schauen mal. Es stehen eben ja auch heute keine Flaschen da. Ich hätte nämlich keinen Bock, mir drei Flaschen zu holen, die eigentlich von vielen gesagt werden, dass die doch sehr, sehr gleich sind oder dass es beziehungsweise das gleiche ist, nur mit einem anderen Logo. Es geht um Glen Farkas Passion, Team und Springs. Dreimal NAS, das heißt kein Alter, No Age Statement Whiskys. Ja. Die kommen alle mit 46%. Das ist schon mal lobenswert. Ich gucke nochmal nach, ob ich mich auch nicht vertue. Aber nein, es stimmt. 46% haben sie. Das Ganze ist auch wieder mal nicht gefärbt und nicht kühlgefiltert. Zumindest ist es nicht bekannt. Ich gehe mal davon aus. Wieso sollten sie es jetzt, nur weil es kein Alter trägt, machen sie das dann? Traut das Glen Farkas zu? Eigentlich nicht. Nein. Wir lassen es mal so stehen. Und wenn nicht, ist auch egal. So, ich schenke sie mal ein. Ja, wieso habe ich die jetzt in diese Woche mit reingenommen? Erstmal ganz einfacher Grund eigentlich. Ich hatte sie gerade da, als Sample halt eben. Hatte mal vor einiger Zeit den Passion probiert. Hatte aber keinen Bock auf den Abend, mir das Ganze dreimal zu geben und mir hat das erstmal gereicht und ich dachte mir, ja, probier's das irgendwann mal. Ja, deswegen, ups, schmeiß die Gläser um. Habe ich das jetzt mal ins Video mit reingenommen in die Woche, weil es ja doch irgendwie mal was anderes ist. Glen Farkas ohne Alter. Man fragt sich, wieso? Auch ich tue das. Da Glen Farkas ja wirklich super Whiskys herstellt. Mit hohem Alter für niedrigen Preis. Das heißt, wieso soll ich mir dann Abfüllung kaufen, die eigentlich schon meist über 30 Euro liegen? Ohne Alter, ohne Bekanntgabe von Farbstoff oder Kühlfilterung. Ja. Ist ein Sherry Cask, das ist ja ganz nett, aber die 46%, ob es die dann so rausreißen, weiß ich nicht. Wie gesagt, den Passion hatte ich schon probiert. Der hatte mir jetzt nicht so toll gefallen. Das war auch der Grund, warum die anderen beiden jetzt noch zugeblieben sind. Ja. Aber ich dachte mir, na komm, den Schluck können wir noch reinpacken. Machen wir das fürs Video mal ein bisschen ausführlicher und interessanter, ja. Gucken wir mal. Wie gesagt, und hauptsächlich auch aus dem Grund, da gesagt wird, kauf dir, was du willst, sie sind alles die gleichen. Marco Bon hatte mal ein Video veröffentlicht, auch mit praktisch allen dreien zusammen, wo er die alle probiert. Und hätte ja schon kleine Unterschiede rausgeschmeckt, kam aber, glaube ich, auch zu dem Fazit, dass es nicht unbedingt ja, Riesenunterschiede gibt zwischen den dreien und dass sie doch irgendwo die gleiche Schiene reinfallen. Ich bin gespannt. Wir fangen mal mit dem, was war's, mit dem Springs an. Farblich, ja.
Aber hier nichts hier. Sind aber schon irgendwo alle ein bisschen gleich. Ich halte es mal so ein bisschen hier. Sieht man das mal schön in der Tür. Ja, schönes Gold. So, gucken wir mal. Ja, also mir strömt der Sherry zwar in die Nase. Ziemlich leichter Sherry. Okay, jetzt geht's. Die erste Nase war eben erst ein bisschen unangenehm, aber vielleicht doch noch dem Alter geschuldet. Also ich schätze mal, die sind schon irgendwo in dem Bereich unter 10 Jahre. Sonst wieso? Ich meine, preislich müsste das bei Fabrics eigentlich schon in den Bereich reinfallen. 12 bis 15, ne? Weil für die Preisklasse kriege ich ungefähr halt eben auch dann Flaschen dafür. Aber ja, gut. Haben sie ein bisschen was angepanscht. Riecht aber schon mal ganz okay. Also, meine kritischen Worte zum Anfang kann ich jetzt noch nicht ganz bestätigen. Jetzt kommt der Team. Ist da ein Unterschied da? Also Springs. Team, ja. Vielleicht so ganz live, kann sein. Gucken wir mal beim Passion. Der wirkt jetzt für mich am vollsten, so von der Sherry-Note her. Okay. Also vom Geruch kann ich schon mal sagen, ja, sie unterscheiden sich. Die beiden ganz, ganz minimal, der unterscheidet sich schon doch deutlich. Der wirkt für mich so zumindest am ältesten von den dreien jetzt hier. Will jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, nach was die jetzt genau riechen. Es ist halt dieser Sherry, der halt irgendwo so reinschwebt. Hier halt ein bisschen leichter bei den beiden, hier ein bisschen voller. Also die. Soll ich richtig in die Hand nehmen? Das riecht ich keinen Unterschied. Nee, überhaupt nicht. Also wirklich genau gleich. Zieht auch, man darf. Oh, die Nase, das ist wirklich. Also man merkt, dass es doch jung ist, weil so leichte, ja, schon alkoholische Noten kommen da so ein bisschen durch. Nicht unbedingt unangenehm oder schlimm, aber halt nicht so ganz so schön. Man merkt, dass es halt noch jung ist. Hier schon deutlich, ja, da kommt schon ein bisschen mehr so dieses Karamellige durch, was halt das Ganze doch ein bisschen süßlicher macht irgendwie. Ja, gut. Stehen da ja auch schon richtig in Reihenfolge. Ich fange mit dem Springs an. Ich weiß auch nicht, was der Fahrer sich da gedacht hat. Die Dosen sehen ja eigentlich ganz schön aus. Muss man wirklich sagen. Haben sie cool gemacht, schönes Design in dieser Blechdose und dieses Blech, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ist es optisch gesehen eine ganz coole Sache. Vielleicht auch mehr so ein Sammlerding einfach. Ne? Wenn das mal irgendwann mal ausläuft. Oder sie wollen einfach mitschwimmen in dem No-Age-Statement-Markt, weil es ja irgendwo jeder rausbringt. Haben sie eigentlich nicht nötig. Slunche. Ich habe einen sehr großen Schluck genommen. Hui. Es ist kein schlechter Whisky. Bei weitem nicht. 46% schieben ganz schön mit. Ich habe natürlich auch gerade jetzt gerade einen Bärenschluck genommen. Hatte Durst. Ja. Ein bisschen die Nuss ist mit da. Einfach nur nicht sonderlich komplex. Aber der Sherry ist eigentlich auf einem schönen Level. Die 46%, glaube ich, die reißen das da schon ganz gut raus.
Ich überlege gerade, warum ich jetzt diesen riesen Schluck genommen habe. Vielleicht hätte ich auch das Bedürfnis. Ich hatte das Gefühl, der ist einfach noch nicht genug im Mund, weil er so. Ja, meistens kriegt man ja schon ein Gefühl auf der Zunge, wenn man schon, bis man es hat und sagt, okay, ja, das reicht. Manchmal nehme ich nur einen ganz kleinen Schluck, je nachdem, nach welchem Whisky ich im Glas habe. Aber da ich gerade dieses Bedürfnis, er ist irgendwie zu schwach, ich brauche mehr. Ich brauch mehr Stoff. Nein, also auf jeden Fall. Trotz der 46% ist er irgendwie noch recht schwach, aber der Sherry drückt natürlich jetzt ganz schön nach, weil ich zu viel getrunken habe. Vielleicht nicht so schlau. Auch nicht so schlau, dass ich mir schon wieder kein Wasserglas hingestellt habe. Das sollte ich nach diesem Schluck auf jeden Fall nochmal tun. Bleibt dran. Ich hole mir ein Glas und dann geht's weiter. So, und dann geht's auch schon weiter. Glas ist da. Das habe ich auch gebraucht. Schön einfach Glas. Aber nicht Frankfurt. Braunschweig. So, machen wir weiter mit dem Team. Schauen wir mal. Es ist schon noch ein bisschen. Er hat natürlich ein bisschen mehr Zeit im Glas gehabt. Vielleicht hätte ich auch bei dem Springs ein bisschen was drin lassen sollen, um den nochmal zu vergleichen, aber. Ja, wirklich schon ein bisschen angenehmer. Bisschen. Es kommt so ganz leicht die Eiche so ein bisschen mehr durch. Ja, gar nicht mal so schlecht. Also, der nimmt jetzt schon wieder mehr an den Passion. Jetzt riechen die irgendwie so ein bisschen ähnlich. Immer noch ein bisschen voller. Aber es ist halt so ein Stückchen vielleicht. So. Probieren wir zwei. Vielleicht, ja doch, ein bisschen würziger ist er. Ein bisschen würziger. Ein kleines Stück. Also der Springs war ganz schön rau. Also nicht rau, sondern so ein bisschen ungestüm, ein bisschen unausgebügelt. Nicht so glatt gefegt. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe es. Der wirkt schon ein bisschen, vielleicht auch durch die Luft jetzt halt eben auch, aber ein bisschen voller schon und ein bisschen würziger von der Art her schon, ja. Kann man schon sagen. Ist nicht großer Unterschied, aber es ist da. So. Bin gespannt. Den Passion fand ich damals überhaupt nicht gut. Von der Nase her würde ich jetzt sagen, von den dreien. Ist er mir, glaube ich, der angenehmste gewesen. Ja. Da rieche ich auch den Alkohol am wenigsten durch. Also bei dem ersten Bein, also bei dem ersten sogar sehr dolle sogar, hat der Alkohol ziemlich gestochen fast. Beim Team war es okay und beim Passion jetzt hier ist es schön eingebunden auf jeden Fall. Vom Aroma gewinnt das schon mal. Auch wenn jetzt trotzdem nicht so viel durchkommt, aber. Da habe ich auch noch eine ganz leichte Nussigkeit vielleicht mit drin, aber auch so minimal halt, ne? So.
Ja. Ja, also interessant, doch. Unterscheidet sich am stärksten auf jeden Fall von den beiden. Auch im Geschmack. Ich kann jetzt gar nicht sagen. Ist schwierig zu beschreiben. Also, er wirkt. Soll ich das ausdrücken? Der erste war ziemlich wild, der zweite war ein bisschen würziger. Und der Passion. Wie so eine kalte Suppe, die man nochmal aufgewärmt hat. So schmeckt das ein bisschen. Irgendwie. Ja. Nichts Wahres. Also, das ist echt vom Geruch her, man wird es am meisten zwar angesprochen. Im Geschmack enttäuscht er mich aber, glaube ich, am meisten mit. Es ist einfach. Liegt irgendwie tot im Glas. So kann man das ganz schön ausdrücken halt. Also, da kommt überhaupt nichts rüber, was einen begeistern kann. Der Sherry ist einfach so total, ja, mega langweilig. Ach Mensch, wie gut das Glenfarges noch so viele schöne andere Abfüllungen hat. Da braucht man sich das nicht antun. Es gibt natürlich Leute, die finden den gar nicht mal so schlecht. Also jetzt eine von den drei. Welcher ist, glaube ich, wirklich egal. Auch wenn die sich unterscheiden, ja, sie tun es. Wenn man direkt vergleicht, dann merkt man das definitiv. Aber völlig unnütz. Muss man einfach mal so sagen. Entweder ich lege 50 Euro auf den Tisch und kaufe mir eine ganze Liter Pulle 18-jährigen Glenfarges. So. Entweder ich lege um die 30 Euro auf den Tisch und kaufe mir eine ganze Liter Pulle 12-jährigen Glenfarges. Aber wieso soll ich denn um die 35 Euro auf den Tisch legen für Glenfarges mit keinem Alter? Obwohl das jetzt irgendwie ausschlaggebend ist, aber ach, mein Gott, tut's euch nicht. Ihr braucht es nicht. Man kann das, denke ich mal, so als optische Sache schon irgendwo ins Regal stellen und extrem schlecht sind sie nicht für den Preis. Ist es okay, wenn man es so vom Markt her vergleicht. Wenn ich jetzt einen Sieger ins Boot nehmen will, dann ist es der Team. Ganz klar der Team. Die anderen beiden sind irgendwie auf ihre Art und Weise. Ich kann. Ja, ich weiß es nicht. Es verwirrt mich. Was soll ich damit? Wieso? Kein Fahrtlist. Gib mir eine Antwort. Ich weiß es nicht. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, jetzt aber auf jeden Fall investiert lieber in Alter. Da seid ihr zumindest bei Glenn Farkless eigentlich immer goldrichtig, wenn er die Brennerei mögt. Und die lassen einfach mal weg. Ja. Wir sehen uns morgen wieder. Da gibt es wieder Alter. Da gibt es wieder ja, auch eine Menge Prozente. Seid schon mal gespannt zum letzten Tag von der Glenn Farkless Woche. 18 Uhr geht es wieder los. Und ja, auch beim letzten Video sage ich euch nochmal dazu. Ihr könnt das Ganze gerne abonnieren. Dann verpasst ihr auch das letzte Video nicht. Und auch natürlich die nachfolgenden Videos. Und ja, dann sehen wir uns morgen. Haut rein!